Der Muezzin ruft schon. Es sind 35 Grad und die Lüftung ist aus. Aber ich bin jetzt als nächster dran bei der Ausweiskontrolle. Und dann bin ich in der Türkei. Mal schauen. Verrückte Sache. Der hat einfach jetzt nochmal nachgeschaut nach meinen Sachen. Also ein zweites Mal kontrolliert. Ich wurde vorher schon kontrolliert. Und jetzt lasse ich die Grenze hinter mir. Und darf, glaube ich, durchfahren. Ich hoffe es zumindest. I made it in die Türkei. Ich bin jetzt auf der türkischen Seite. Hinter mir ist die Grenze. Und der Motor läuft. Komplettes Chaos hier in der Türkei. Aber das Schöne ist, der Diesel kostet hier nur 89 Cent. Einmal voll tanken und dann sehen wir, wie viel ich durch Serbien und Bulgarien insgesamt verbraucht habe. Der Tank ist wieder voll. Der war bei ein Viertel noch. Das waren 54 Liter Diesel, die da jetzt reingekommen sind. Wir haben 909 Kilometer gefahren. Einmal an der Grenze in Bulgarien mit Klimaanlage über eine Stunde gestanden. Also während der Motor lief und dann noch an der türkischen Grenze 1,5 Stunden gestanden. Da hatte ich die Klimaanlage aber aus. Und ich bin im Schnitt 140 km/h gefahren. Und ich habe einen Verbrauch von 5,94 Liter auf 100 Kilometern. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Der Motor ist einfach der Hammer. Also ich kann nichts anderes sagen. Wer was anderes sagt, der hat keine Ahnung. Nächster Stopp Bodrum. In 10 Stunden bin ich da. Naja, vielleicht gehe ich vorher noch eine Pinkelpause machen und ein bisschen Koffein mir zufügen, ne? Aber sonst, genau. So sieht es hier in der Türkei aus. Schönes Chaos, aber wunderschön. Und mir ist direkt an der Grenze klar, das Blut ausgesaugt worden von den Mücken, weil die Sonne halt gerade untergegangen ist. Und mir ist gerade voll gegen den Kopf eine orientalische Schabe geflogen. Also diese dicken Kakerlaken, die jeder kennt. Patsch, voll dagegen. Ich habe mich gefreut, mir ist schon mal so eine gegens Bein geflogen. In der Biologie nennt man die Blattodea, also Schaben. Die sind nicht so feinmotorisch beim Fliegen und deshalb klatschen die immer so gegen einen. Ob die einen anfliegen wollen oder nicht, das ist eher Zufall, aber die klatschen halt dagegen. Die landen irgendwo, die klatschen einfach gegen irgendetwas. Mein Plan ist folgender, ich bin ja jetzt in der Türkei und wie komme ich jetzt nach Bodrum? Bodrum liegt im Südwesten von der Türkei, eine Stunde von der Insel Kos oder Kos entfernt. Das ist eine griechische Insel. Das ist da, wo die Flüchtlinge 2015 übergesiedelt sind. Da, wo die, ja, mit dem Schlauchboot halt. Ne? Das ist eine Stunde Fahrt übers Wasser, dann ist man in Griechenland, in der EU von Bodrum aus. Und da hätte ich übrigens auch fast ein Cross-Motorrad geholt. Das wäre jetzt voll die Aktion gewesen mit Hänger. Dann zurück, aber das wurde leider verkauft. Jedenfalls, wie kommt man da hin? Als erstes denkt man über Istanbul. Ja, das sagt mir auch Google Maps. Aber es gibt noch eine zweite Brücke in Çanakkale. Das ist südlich. Das ist an den Dardanellen. Und bei den Dardanellen werde ich dann ja, die Dardanellen halt überqueren, über die Brücke. Und von dort aus weiterfahren, weil die Maut höchstwahrscheinlich günstiger ist als rund um Istanbul und wahrscheinlich auch ein geringeres Verkehrsaufkommen. Plus, minus ein paar gequetschte Minuten oder so. Also viel Zeitunterschied ist es laut Google Maps zumindest nicht. Werden wir sehen. Ich versuche jetzt einfach aufzupassen. 90 km/h ist hier alles klar. So, und ich muss mich jetzt dran halten und nicht geblitzt werden. Bodrum, ich komme, let's go! Ich glaube, da vorne ist die Brücke, wo ich drüber will. Ich meine, die führt über die Dardanellen, über das Marmara-Meer. Werden wir sehen. Sobald ich die Brücke überquert habe, bin ich auf dem asiatischen Kontinent. Da war das Auto noch nie und ich mit einem Auto selber auch noch nie hingefahren. Ich bin immer innerhalb von Europa gewesen mit dem Auto. Und jetzt fahre ich einmal bis nach Asien. Wahnsinn. Und jetzt suchen die auch schon hinter mir. Ich bin noch nie über die Dardanellen, über das Marmara-Meer gefahren. Auf der Rückfahrt werde ich auf jeden Fall über den Bosporus fahren. Ist ja auch Marmara-Meer quasi. Und jetzt fahren wir mal hier über die fette Brücke. Ist ein Riesending, ey. Jetzt haben wir Europa verlassen. Jetzt sind wir auf den Dardanellen, über dem Meer. Und gleich sind wir in Asien. Mal gucken, wie lange das dauert bis Asien. Es sind ungefähr 20 Sekunden rum. Am Video kann ich ja nachher einblenden, wie lange es gedauert hat, um von
Europa nach Asien zu gelangen. Jetzt haben wir den Höhepunkt erreicht. Die Drehzahl nimmt nämlich zu. Das bedeutet, wir fahren jetzt bergab, beziehungsweise sind genau oben auf der Kuppel. Jetzt kommen wir zum zweiten Brückenpfeiler. Ich glaube, es gibt insgesamt nur zwei. Heißt, wir sind quasi in Asien. Wir sind in Asien! Juhu! Ich habe gedacht, da stünde gerade die Polizei am Straßenrand. Mir ist damals schon aufgefallen, sobald irgendwo ein Polizeiauto steht, hat das immer Blaulicht an. Immer, um zu signalisieren, wir sind hier, benehmt euch, ne? Und ich fahre da gerade dran vorbei, ist es einfach eine Pappfigur. Also stehen nicht mal echte Polizisten da, sondern nur Pappaufsteller mit Blinklicht. Fuck, Mann, ich bin gerade zu schnell gefahren und die Polizei hat mich erwischt. Seht ihr? Die haben mich angehalten, Alter. In der Türkei, Gendarme. Ja, ich komme. Fuck, Alter. Ob die mich jetzt ficken, ich weiß es nicht. Die Polizei ist da. Hui. Trafikpolizei. Da ist gerade ein Topfaschfahrer. Mega krass mit LED-Scheinwerfern, Lichthupe, wie als wenn das ein SOS wäre. Noch doller. Hat er hier den aus Hamburg, hier den Q7 oder was das ist, hat er den voll weggedrängt. Der wollte schon auf Seite fahren und dann schneidet er mich direkt hier vorne am Kotflügel. Um ein paar Zentimeter zieht er vor mir rein, fährt fast im Audi rein und fährt zickzack und so weiter und nur eine Rückleuchte von dem funktioniert. Und die leuchtet auch weiß, die leuchtet auch nicht rot. Es ist zu krass, ey. Ich bin jetzt in Bottrum angekommen, in 20 Minuten bin ich bei uns am Haus und ich habe jetzt nochmal getankt. Ich bin von der türkischen Grenze bis nach Bottrum richtig krank geheizt. Ich bin über 160 km/h gefahren, da wo es ging, und dann noch in so Zwischenwäldern, Straßen, wo die Straßenverhältnisse richtig schlecht waren, also deutlich schlechter als hier jetzt. Da bin ich hinter einem Rumänen hergefahren in seinem X5. Der ist übelst geheizt. Meine Reifen haben die ganze Zeit Geräusche gemacht. Ich bin übelst hinter dem hergeheizt, weil ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich hatte keinen Bock, durchs Dunkle, durch den Wald zu fahren. Dann hätte ich noch viel länger gebraucht. Dann hätte ich nicht die Nacht überstanden wahrscheinlich. Deshalb musste ich einfach aufs Gaspedal drücken. Und es ging übertrieben ab. Ich habe auf der Strecke von der türkischen Grenze bis nach Bodrum über 1,5 Stunden Zeit eingespart zur normalen Geschwindigkeit. So schnell war ich. Es war schon irgendwie riskant, aber irgendwie auch nicht, ne? Weil erstens, ich war sehr aufmerksam und zweitens, der heilige St. Christophorus, der hat mir Glück gebracht. Hoffen wir, dass ich die letzten 20 Minuten es auch noch schaffe. Hier ist die Aussicht. Schön. Das ist jetzt nicht geskriptet, der Song, der kommt zufällig. Alter. Genau hier an der Stelle ritt noch vor 20 Jahren immer ein alter Opi mit seinem Esel hier lang und mit einem Karren. Manchmal mit, manchmal ohne Karren. Und da vorne kann man eine der besten Pizzen hier essen und vom Muschelmann, das Lokal ist da. Richtig geil. Bei dem gehe ich auf jeden Fall essen. Ich kenne ihn seitdem er ein Junge ist und er hat am Strand Muscheln verkauft und jetzt hat er ein eigenes Lokal.
bin einfach da. Vor 6 Jahren war ich das letzte Mal hier. Hab das schon wieder voll vergessen. Jetzt mit dem Auto hingefahren und ich bin heil angekommen, ey. Krass. Richtig heftig. Ich bin jetzt genau 23,5 Stunden Auto gefahren. Von Ungarn bis hierhin. Ja. Jetzt kurz ausruhen, hinlegen, kurz schlafen und dann mal schwimmen gehen, ne? Und was essen und Sachen auspacken, aber die packe ich jetzt noch nicht aus. Alter. Mir ist so schwindelig. Zwischendurch habe ich echt gedacht, ich schaff's nicht. Naja, gut. Ich hab's geschafft. Das hier ist unser Haus. Inzwischen ungefähr 3 Wochen schon hier im Ferienhaus bei uns in Bodrum. Ein Freund, der Waldrin, ist dazugestoßen. Wir werden heute abreisen Richtung Istanbul und ich wollte euch jetzt einfach mal ein paar Zahlen und Fakten nennen, wie viel Sprit ich verbraucht habe bis hier nach Bodrum von Köln aus, wie viel das Ganze gekostet hat und wie viele Kilometer ich hier selbst in Bodrum gefahren bin und was ich hier an Sprit bezahlt habe. Nur um ein paar Zahlen zu nennen, damit der eine oder andere von euch einfach Bescheid weiß, was das kostet, hier nach Bodrum zu fahren, also knapp 3200 Kilometer in die Türkei zu fahren und dann hier auch rumzufahren, inklusive Maut natürlich. Folgendes, ich habe 5-mal getankt, um hier in Bodrum anzukommen. In Bodrum selber habe ich noch ein letztes Mal, also ein 5. Mal vollgetankt, randvoll getankt. Und jetzt gestern ein 6. Mal nochmal drauf getankt, aber um hier hinzukommen, habe ich 5 Tankfüllungen sozusagen gebraucht. Ich bin voll losgefahren und habe hier den Tank wieder aufgefüllt. Die erste Tankfüllung am Ende von Deutschland waren 25,52 Kilometer bei Passau, kurz vor der österreichischen Grenze. Und das waren 40,55 Euro. Da hatte ich einen Durchschnittsverbrauch von 4 Liter, was weiß ich was. Ich habe es euch in dem ersten Video, meine ich, vermerkt. Der zweite Tankstopp war in Österreich mit 22,36 Litern und 34,52 Euro. Okay. Übrigens, das hier ist Waldrin und der dritte Tankstopp war in Ungarn mit 23,59 Litern. Das hat mich 39,07 Euro gekostet. Der vierte Tankstopp war dann an der türkischen Grenze in der Türkei, also direkt hinter der Grenze. Das waren 54,39 Liter. Die habe ich verbraucht von Ungarn, also kurz vor der Grenze zu Serbien. Einmal quer komplett durch Serbien, quer komplett durch Bulgarien und einmal in die Türkei rein. 54,39 Liter. Die habe ich verbraucht auf dieser Strecke und das waren dann 46,88 Euro, also 46,88 Euro in der Türkei. Da hat der Sprit noch ein bisschen weniger gekostet als jetzt. Dann hatte ich in Bodrum, also von der Grenze aus, bin ich dann nach Bodrum gefahren und da habe ich den 5. Tankstopp kurz vor unserem Haus gemacht. Und das waren 51,88 Liter und das waren 47,79 Euro. Insgesamt bin ich 3110 Kilometer gefahren, habe 177,74 Liter verbraucht. Das waren 208,81 Euro. Ich habe einen Durchschnittsverbrauch von 5,715 Litern auf 100 Kilometern gehabt, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von um die 140 km/h. Mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen zu schnell, aber 5,715 Liter. Das finde ich schon ziemlich beachtlich für so ein Fahrzeug, für so einen alten Motor. 2,9 Liter Turbodiesel aus Mitte der 90er Jahre, das ist schon beachtlich. Ich finde, das ist ein optimaler Motor. Maut hatte mich Folgendes gekostet, und zwar in Österreich einmal 9,90 Euro, in Ungarn 14 Euro bzw. 28 Euro, weil ich habe für einen Monat gebucht, das sind dann ja, 28 Euro halt. In Serbien hat mich die Maut 6,50 Euro einmal und einmal 13 Euro gekostet. In Bulgarien habe ich die Maut online gebucht, das waren 15,65 Euro. Die muss ich jetzt auch wieder online buchen, nicht vergessen. Dann habe ich die Maut in der Türkei von der Brücke von 245 TL gehabt, das waren 8,30 Euro.
und eine Maut bei Izmir ungefähr von 4,07 €. Und ja, das war die Maut und insgesamt Mautkosten von 71,42 €. 280 € und ein paar gequetschte. Könnt ihr nachrechnen oder ich schreibe es euch oben hin. Fehlen noch die ganzen Blitzer, oder? Vielleicht wurde ich geblitzt, keine Ahnung, ich hoffe es nicht, aber es ist durchaus möglich. Hier in der Türkei selber, also in Bodrum, bin ich nicht wenig gefahren. Ich habe immer wieder verschiedene Buchten angefahren, bin tagsüber dahin, abends dahin gefahren. Warum auch nicht, ich habe mein eigenes Auto hier, es verbraucht nicht wirklich viel Sprit und wir wollten auch was unternehmen. Unter anderem Baldwin und dann noch ein paar Freundinnen. Und wir haben hier einmal 914 Kilometer gefahren, in Bodrum selber in 3 Wochen. Und haben einen Verbrauch von 69,77 Litern gehabt, sind auf 100 Kilometern 7,63 Liter. Warum ist der Spritverbrauch hier so hoch? Hier wird der Motor direkt getreten, also halbwegs getreten, weil es hier direkt Berge hoch geht. Hier ist eine Bucht nach der anderen, hier sind nur Berge. Hier muss man immer Drehzahl geben, hier kann man mehr oder minder nicht wirklich spritsparend fahren. Und das macht sich halt bemerkbar bei dem Verbrauch von 7,36 Liter. Finde ich jetzt aber auch nicht unbedingt viel. Ich finde das in Ordnung. Das hat mich dann hier in der Türkei ein bisschen mehr gekostet inzwischen. Am Anfang hat der Sprit hier um die 90 Cent gekostet, also der Diesel. Und jetzt, vorgestern oder gestern, wann ich getankt habe, da habe ich dann, wie gesagt, diese 79,77 Liter reingetankt und umgerechnet sind das 88,23 € gewesen. Also auf 100 Kilometern 9,65 €. Das wär's mit den Zahlen. Das waren die nackten Zahlen. Ich werde euch das nochmal zusammenfassen, aufschreiben und so weiter. Wir packen hier gerade. Wir werden nämlich jetzt gleich los nach Istanbul fahren. Wenn da ein Tag oder ein paar Stunden oder 2 Tage, je nachdem, keine Ahnung, wie es da sein wird. Es wird wahrscheinlich geil sein, aber wir lassen es einfach auf uns zukommen. Wir werden da unsere Zeit verbringen und dann werden wir weiterfahren nach Kosovo, zu dir. Kosovo, nach Pell. Und da in deine Heimatstadt. Und da werden wir eine Woche lang richtig die Sau rauslassen. Richtig Dampf und Feuer geben, ja. Und eventuell fahren wir dann noch ein bisschen Umwege am Meer entlang oder einfach direkt nach Deutschland zurück. Mal sehen, da ist noch ein bisschen Zeit zwischen, ja. Ungefähr 10 Tage. Da müssen wir es entschieden haben, würde ich mal sagen, oder 7 Tage. Dann sollte man wissen, was wir machen, ne? Mhm. Gut, okay. Also hier trocknen die letzten Sachen, Handtücher, Tauchequipment. Ich war hier die ganze Zeit schnorcheln und tauchen. Vielleicht gibt es davon noch ein Video, vielleicht auch nicht. Und habe auch mit der Harpune ein bisschen rumgeschossen, habe einfach noch ein bisschen geangelt, auch während Baldwin noch nicht da war. Als er da war, habe ich dann nicht mehr geangelt, sondern nur noch einmal getaucht oder zweimal. Also wir packen jetzt die Sachen, wir fahren jetzt gleich los. Vielleicht, wenn die Sonne untergegangen ist, vielleicht sind wir aber auch schon vorher fertig. Dann essen wir hier noch ein kleines Häppchen in einem geilen kleinen Laden, der über 300 Bewertungen hat und 4,8 Sterne. Also ist ziemlich gut, meint Baldwin. Er war da gestern essen. Und damit verabschiede ich mich von euch für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bodrum ist wunderschön. Macht auf jeden Fall irgendwie Spaß, hier auch mal hinzufahren. Falls ihr mal irgendwie in die Türkei wollt, kommt nach Bodrum. Ist ein bisschen teurer als der Rest von der Türkei, aber sehr, sehr schön. Übrigens, das Haus hier steht jetzt zum Verkauf. Wer von euch Interesse hat, meldet sich. Ciao.